Hallo Freunde der Hoffnung und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute düstere Stimmung, denn heute gucken wir uns sehr gruselige Horror-Kurzfilme an. Ich habe ja letztens eine Umfrage gestartet und da hat die Mehrheit gesagt, geil, wollen wir gerne sehen. Und wie gesagt, das hier ersetzt halt eben kein Horrorfilm-Video, das kommt am Sonntag oder am Montag raus, also das Video über einen Horrorfilm, sondern das ist halt einfach nur ein Einschnitt, weil mir dieses Format unglaublich viel Spaß machen. Ich habe es ja auch schon vor einem Jahr gemacht. Deswegen genießt es. Ich wollte eigentlich zwei Horror-Kurzfilme gucken, aber weil der zweite einmal so hammergeil war, wirklich einer der besten Horror-Kurzfilme, die ich je gesehen habe, und er relativ lange war, muss ich sagen, habe ich nur einen reingemacht. Beim nächsten Mal kommen dann wieder mehr, aber dieser eine lohnt sich mehr als Lohn. Was? Bist du bekloppt? Wie immer bei einem neuen Format ist es mir immer wichtig, was ihr von dem Format haltet. Also schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und ganz wichtig, schreibt mir Horror-Kurzfilme oder gruselige Videos in die Kommentare, die ich in der nächsten Folge angucken kann. Wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, jeden Sonntag bin ich live auf YouTube gegen 17, 18 Uhr und guckt mir da eure Horrorfilme oder generell Videos von euch an, die ihr mir vorschlagt. Diesen Sonntag aber nicht, denn da stelle ich euch meine Horrorfilmsammlung vor. Seid gehypt! Ich labe jetzt aber nicht weiter rum und wir fangen mit dem ersten Video an. Die Videos sind wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben hier noch einen Film und der heißt Other Side of the Box. Thumbnail ist Mann, also ein roter Kopf, also orangene Stirn und diese Augenpartien, der aus der Box guckt. Vielleicht ein Weihnachtshorrorfilm, das ist das Geschenk, keine Ahnung. Wir fangen an. Ja, wie gesagt, wenn ihr geile Filme habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und sonntags vor allem reagiere ich eigentlich immer auf Filme. Den nächsten Sonntag aber nicht, weil ich da noch meine Filme vorstelle. Also diesen Sonntag stelle ich euch meine Horrorfilmsammlung vor. Sister? No, nice. Like, you better believe I am not to be trifled with. Okay. That broccoli is not okay. Oh, hey, the sauce, you cannot let it burn. Recipe says stirring constantly, I swear. I swear, if any of those 2-inch broccoli end up on my plate, you're getting it. I have to deal with a disappointing 2 inches enough as it is. You are bad! Okay, also das haben wir jetzt nicht verstanden, was da gesagt wurde. Aber die kochen was, die bereiten was vor, weil die Besuch bekommen. Und die macht was, was sehr toll ist für ihn. Maybe 2½? Do I hear 3? Gehen wir mal ganz kurz Untertitel an. Für euch natürlich, nicht für mich. Okay, die erwarten doch keinen Besuch, soweit ich weiß. Aber bekommen trotzdem Besuch. Oh shit. What? It's Sean. What is he doing here? I don't know. Ein Freund von denen ist scheinbar vor der Tür. I got it. Ich calle, er muss das Paket abgeben, weil er voll verstört ist und. This is a bad time. Ja. Wahrscheinlich irgendeine Art Fluch. No. Wenn es überhaupt der reelle, also der echte Sean ist. Ich weiß noch nicht, zu welcher Jahreszeit er spielen soll. Ah, oh. Your mom told me where you were at. Oh. Oh. This is a nice place. Oh, thanks. Yeah. Where are you at now? Same place. Oh, cool. Also, es ist scheinbar ein der Bruder vermute ich mal. I'm really sorry. Der halt keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Oh, no, you know it's water under the bridge. Genau. Is she here? Oh, no, she's at her parents' house right now. She's decorating. Oh. Ich vermute, dass der Bruder, der halt eben die Adresse von der Dings hat, von der Mutter. Sean, can I get you a drink or something? Oh, no, I'm fine. I'm fine. Are you okay? Yeah. Oder ist das der Ex-Freund von der Frau? Can you just do me a favor, though? Yeah, of course. Bin zum Blöd für die Zombie. Can you open it? Yeah, of course, man. Let's open it. Okay, öffnet es jetzt. Open the box first. The card will make sense after. Okay, er soll erst die Box öffnen, danach die Karte. Wenn die Karte danach erst Sinn macht.
In der Regel, sind wir mal ehrlich, die Karte durchsucht man eh nur nach Geld. Wer macht das auch? Keiner will Karten haben. Oh. Unglaublich geil, wie schwarz sie das hinbekommen haben. Man sieht wirklich gar kein Licht oder so. Normalerweise. Sean? I'm sorry, I gotta go. Ja, er hat ihn verflucht. Er hat einen Fluch weitergegeben. Normalerweise siehst du halt in so einer Box irgendwas Weißes. Irgendein Licht. What happened? Aber da sieht man halt gar nichts. Und das finde ich echt gut. Weil das fällt auf. He left. Das ist auch unterbewusst für What's Leute, that? Denen das jetzt nicht aufgefallen Box. Ist. Aber. Das ist halt. Bitte ist dann kein Jumpscare drin. Da geht kein Licht. Guckt. Das habe ich gemeint. I need something. What? Kein Licht. Und er wirft das runter und da ist jetzt praktisch unendliche Leere. Das ist eine wirklich gute Idee. Muss ich mir ehrlich sagen. No kidding. Da kommt doch was raus. Hör doch auf. Verarscht mich. Nein. Hör auf. Pass hin. So, give this to you? Pass auf. Yeah. Da wird so ein Jumpscare rauskommen. Ich call es. Leider hat der Film keine Hintergrundmusik. Dear Ben, das macht den. I'm sorry about everything before and everything now, but I had to give it to someone. Tut ihm leid wegen der Vergangenheit, wegen was jetzt ist, aber er musste es zu einer Person geben. I don't have it all figured out, but er hat noch nicht alles herausgefunden, aber er weiß aber nur, dass es sich nicht bewegen kann, wenn ihr es anguckt. Okay, er hat halt egal was ist, guckt nicht weg. Guckt es immer an. Es möchte, dass ihr guckt. Oh. Okay, das ist creepy. Hello? Hello, motherfucker. Das, wie der guckt, wie dieser Typ Hello? Guckt, ist. Das ist der Stuff, woraus Albträume entstehen, no joke. I'm coming, Sean. Sie guckt ja hin, das heißt, er kann. Hey, this is Sean. Leave a message. Sean, hey, it's Ben. Look, I don't know what this thing is that you gave me here, but, Leute, da ist eine Box unendlich leer. Ein schwarzes Loch ist da drin und da guckt ein Männerkopf raus. Was erwartest du? Kein Witz? Why is it looking at you like that? Eigentlich müsste man. What do you think it wants? Okay, also scheinbar ist die Frage, warum er ihn genau anguckt. Call him again. Ich verstehe nicht, warum. Also okay, nee, was ich verstehe nicht. What do you think it wants? I said I don't know. Sinn? Vielleicht würde man, könnte man. Why is it looking at you like that? Vielleicht könnte man. Sean, hey, it's Ben. Look, call me back. Now. Der imitiert die Stimme. We're getting out of here. Ja. Rachel. Es sieht so gruselig aus mit dem Kopf. Es sieht so gruselig aus, kein Witz. We can't. We're not supposed to look away from it. What happens if we do? That's what we need to find out. Wir müssen jetzt herausfinden, was passiert, wenn die weggucken. Just for a second. Okay, we need to know what we're dealing with. On the count of three. One, oh mein Gott, das wird so ein Jumpscare geben. Ich schwöre es euch. Guckt hin! Could have been worse? Meine Herz tut weh. What? What do you want? I'm sorry, I gotta go.
Just Ben. Don't let him leave the house. Meine Glastür macht mir gerade richtiges Schwitzen. You can't move as long as you're looking okay, das ist bis jetzt einer der gruseligsten Horror-Kurzfilme, die ich je gesehen habe. Mind if I check? I don't know why he did this, but I'm gonna find out. Ja, hau da drauf, hau den Typen eins rein. One of us has to stay and watch it. Ich würde da drauf hauen. Hau den doch eine. It's fine, we don't even know what it is, okay? It could be harmless. Is that what you think? Okay, einer soll da bleiben und ihn beobachten. Messer, stech ihn ab, komm. Stech ihn ab, die Sau. Warum stechen die den nicht jetzt schon ab? You know, I don't get it. Right? You heard what Sean said. Not let you leave the house, that's exactly what it wants. Just be quick. Real quick. Hey, this is Sean. Leave a message. Hey, this is Sean. Leave a message. Okay, er geht jetzt. Er fährt jetzt zu Sean. Hey, this is Sean. Leave a message. Und versucht irgendwas herauszufinden. Ich calle, dass die Frau es nicht schafft. Halt eben drauf zu gucken. Wenn er wiederkommt, ist die Frau tot oder weg oder irgendwas auch, was auch immer. Auf jeden Fall ist die Frau da nicht mehr. Aber beziehungsweise man sieht, dass sie nicht mehr guckt. No, you just said it told us what I said. Yeah, it spoke or echoed. It told us what you said. Ah, er hat ja vorhin gesagt, dass dass seine Frau oder Freundin nicht da ist. Ben, I didn't tell it to do anything. I didn't even know he could speak. Sean, what's going on? Und Sean sagt jetzt gerade, Ben, it's lying to you. I don't know why, but it lied to you. Why did you give this to us? Us, you keep saying us. Who's us? Us, man, me and Rachel. She was at the house. Also er hat jetzt herausgefunden, dass sie doch da war. Und das Ding ist, er hat gar nicht den Brief geschrieben, dass sie... I know, Rachel's watching it. No, Ben, you, God damn it, I gave it to you. You have to keep your fucking eyes on it. Okay, also er muss hingucken, weil Rachel reicht nicht. Don't you go back there. Ja, okay, wie ich schon dachte. Lichter sind aus. Okay. Nummer 1. Es gab einen Kampf um den Lichtschalter. Schlacht von 1843. Die Schlacht vom Lichtschalter. Oh mein Gott, es ist dunkel. Oh mein Gott. Das wird so creepy. Bis jetzt wirklich einer der gruseligsten Filme, die ich gesehen habe. Kurzfilme. Wirklich. Einzige Sache, die ich halt nicht verstanden habe, ist, warum haben sie den nicht gehauen? Oder abgestochen? Ich gehe mal davon aus, er wird gleich hinter ihm auftauchen. Als Jumpscare. Rachel? Ich glaube, Rachel ist nicht mehr. Nein, du weißt doch, dass er... Box? Du weißt doch, dass er Stimmen imitieren kann. Ich will das nicht gucken. Das gucke ich mir an. Meine Güte. Also der Film hat spannend angefangen und ist jetzt halt so in der Horror, also in der Jumpscare-Spannung. In der Spannung, dass man sich immer wieder erschreckt. Am Anfang war das ja nicht so. Am Anfang hatte man einfach nur Angst und war gescared, also hatte Grusel. Weil das war gruselig. Das war, kennt ihr diese Art von Grusel, wenn man, wie dieses Gesicht da, wie der da rausgeguckt hat, das war gruselig. Aber es war nichts, wo man sich erschreckt oder wo man Angst hat, sich zu erschrecken. Das ist jetzt die Art von Angst, wo man Angst hat, sich zu erschrecken. Und das meine ich auch immer in meinen Horrorfilm-Videos, wenn ich sage, Jumpscares sind ein sehr schlechtes Horrorelement.
Weil bei Jumpscares oder bei so einer Jumpscare-Spannung hast du Angst, dich zu erschrecken. Aber am Anfang hat man einfach Angst, weil diese Figur einfach gruselig aussah. Da gibt einen fetten Jumpscare. Wir sind so tot, Leute. Schreibt mal euer Testament. Da ist jetzt... I see you. Dieser Sound ist alles gruselig. Ich bin so am Schwitzen gerade. Oh mein Gott. Ich habe auch noch einen Pulli an. Ich habe es eben noch gelüftet, trotzdem bin ich am Schwitzen. Okay, ich habe auch gerade geduscht, dann kann das auch nicht irgendwie gegessen. Nächste Folge mache ich einfach nackt in Unterhose nur noch. Da werde ich auch immer noch schwitzen, oh mein Gott. Ich mache ein Eisbad nächste Folge. Komm mal näher. Was denn? Guck. Guckst du da hin? Warum bist du dumm? Das ist gruselig. Die kommen näher. Alle kommen näher. Er kommt näher. Oh oh. Ey Leute, also dieser Film, ne? Ich habe keinen Horror-Kurzfilm gesehen, der ohne Jumpscare auch noch so krass war. Also beim ersten Mal gucken, ne? Das ist immer das Problem bei so non-Jumpscare-Horrorfilmen. Horror-Kurzfilmen vor allem. Diese Spannung. Noch nie so einen gesehen. Einer der besten, die ich gesehen habe. Kein Witz. Einfach dieser Anfang von, okay, was ist da los? Ganz am Anfang mit der Box. Dann dieses Gesicht aus der Box, das einfach creepy aussah. Man hat sich ausgemalt, was passieren wird im Laufe der Geschichte. Und dann, als er weg war, hat man sich dann überlegt, okay, was wird sein? Beziehungsweise dazwischen hatte man schon so ein paar Schockmomente, wenn die beide weggeguckt haben für 3 Sekunden. Und dann fährt er weg. Und dann ist es auch noch so, dass er unterwegs das erfährt. Dann denkst du dir, fuck, da ist irgendwas los. Und dann das Ende absolut Spannung mit Jumpscare-Spannung und es endet in so einem krassen Scare, wo dieser Mann da wieder ist, den Arm oben hält und du dir einfach nur denkst, shit. Und das Geilste an der ganzen Sache ist einfach, ich wusste nicht, wie lange das Video geht. Ich habe vergessen, also ich habe das mir irgendwie nicht gemerkt. Und deswegen wusste ich die ganze Zeit nicht, wo endet das. Es gibt 3 Minuten Horror-Kurzfilme, da wäre, wenn das so ein 3-Minuten-Teil wäre, wäre das Video schon zu Ende gewesen, während die in dem ersten Mal im Haus sind. Also, bevor er weggefahren ist. Hätte man auch machen können. Wäre nicht so gut. Deswegen kann man ja auch nicht sagen, wie bei einem Horrorfilm zum Beispiel, ja, da passiert jetzt eh nichts, weil sonst wäre der Film ja vorbei. Weil ich wusste ja nicht, wie lange der geht. Hätte ich auf die Uhrzeit geguckt, wüsste ich das ja. Aber dass ich das nicht wusste, hat es noch besser gemacht. Oh mein Gott, also echt einer der besten Filme, also Horror-Kurzfilme, die ich je gesehen habe. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann geht auf deren Kanal und appreciated das mit einem Daumen nach oben. Ich habe jetzt auch, bam, ich habe jetzt auch mal geliked. Und wie gesagt, am Sonntag oder am Montag kommt ein neues Horrorfilm-Video von mir. Also, wie gesagt, ich habe ja hier eine Umfrage von gemacht und da kam ja das Ergebnis raus, dass ihr das sehen wollt. Und ich habe ja auch ganz klar gemacht, das ersetzt keine richtigen Videos von mir, weil... Das ist halt etwas weniger Arbeit, aber es macht mir halt unheimlich viel Spaß, solche Videos zu machen. Und wenn es halt nichts ändert an dem anderen Upload, why not, ne? Dann ist es ja auch geiler für euch. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr auf Horrorfilme oder Horrorstuff generell steht, checkt meinen Kanal ab. Hier kommt ihr irgendwie zu Saw-Fallen, Überleben und irgendwelchen anderen Sachen. Mein Gruselig-Video, mega witzig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal am Sonntag oder am Montag. Bis dahin, haut rein, ciao. Und Sonntag in den Stream kommen.